Startposition, seitliche Fußstellung, der linke Fuß vorne, linke Schulter zeigt zum Netz und Ellbogen auf Ohr- und Kopfhöhe. Der Schläger im Rucksack hinter dem Rücken, Schlägerspitze zeigt zum Boden, der Schlägerkopf zwischen den Schulterblättern und Rahmen am Rücken. Linke Hand zeigt schräg nach oben Richtung Ball und der Ball wird angeworfen über den Kopf des Spielers. Beginne mit der Schlagbewegung, wenn der Ball vorne über dem Kopf ist. Handkante führt die Bewegung. Vor Treffpunkt die rechte Handfläche in Schlagrichtung drehen, Pronation. Dreh den Oberkörper auch leicht nach vorne und schlage den Ball von hinten unten nach vorne oben. Treffpunkt. Am höchsten Punkt über dem Kopf, leicht vor dem Körper, nahezu gestreckter Arm und das Handgelenk ist stabil. Endposition. Der Schlägerkopf zeigt nach vorne unten, pronierter Schläger und Brustbein zeigt nach vorne. Den Ball bis zum Treffpunkt im Blick halten. Verwende zu Beginn, wenn möglich, druckreduzierte Bälle. Komme mit der Schlägerfläche am Ende über den Ball. Trainingsaufgabe. Jeder saubere Treffer gibt einen Punkt, fliegt der Ball übers Netz, gibt es zwei Punkte und landet der Ball im Feld, drei Punkte. Schaffst du bei 10 Schlägen 15 Punkte? Dann geht's weiter zum nächsten Schritt.